Ja, weil jetzt ist mir halt nochmal was dazu eingefallen, was halt Saatgut betrifft. Die Firma Monsanto ist wahrscheinlich doch einigen Leuten bekannt. Bayer hat sie aufgekauft, war wahrscheinlich einer der größten Fehler und Flops für die Bayer, für das Unternehmen Bayer. Weil natürlich durch das Glyphosat oder das Roundup, was ja von Monsanto entwickelt wurde, jetzt sehr viele Prozesse geführt werden, weil es natürlich doch krebserregend ist. Und natürlich die Leute, die es angewendet haben, die Bauern, die sich natürlich dem Gift ganz anders ausgesetzt haben, durchaus natürlich Krebserkrankungen kriegen und jetzt natürlich Geld wollen. Aber es ist schon interessant, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht, waren halt durchaus noch Bauern da, die eben immer schon ihr eigenes Saatgut produziert haben, also ihr eigenes Getreide angebaut haben und davon immer wieder die eigenen Samen verwendet haben. Und dann war es halt vor 20 Jahren so, dass halt durchaus ein anderer Bauer in der Nähe Monsantos Saatgut verwendet hat. Und dann sind der Pollen, also der Blütenstaub, ist dann zu den anderen rübergeflogen, hat den, das war beim Getreide halt als Beispiel, in Kanada und hat dann dort das Getreide befruchtet. Dann hat Monsantos sich da Proben geholt und hat halt nachweisen können, dass ein Teil des Genpools eben von Monsantos kommt, vom Nachbarn. Der Bauer hat niemals von Monsantos irgendein Saatgut erworben, hat immer nur sein eigenes genommen, musste dann aber Lizenzgebühren zahlen. Das war vor 20 Jahren. Mittlerweile sind die Gerichte da auf einem anderen Standpunkt, dass wenn ich glaubhaft versichern kann, dass ich mein eigenes Saatgut schon immer verwendet habe, man eher Geld von Monsantos einklagen kann, weil das eigene Saatgut verunreinigt wurde. Und da nicht der Schutz von Monsantos entsprechend gewährleistet hat, dass diese Befruchtung des eigenen Getreides stattfindet. Das Ganze mit der Gentechnik und so, natürlich ist es schon wahr, dass die Gentechnik, dass man da Pflanzen anpassen kann, die durch das Implizieren, also in das Reintun von Gensequenzen gegen irgendwelche Krankheiten, das ist natürlich nicht abstreitbar. Oder auch andere Anpassungen an Trockenresistenz oder sonst solche Sachen. Nur muss man ganz ehrlich sagen, das war nie wirklich das Ansinnen von Firmen wie Monsanto, Syngenta oder wie sie dann alle heißen. Es sind ja nicht viele, das sind ein paar so große Agrar-, Saatgut- und Pflanzenschutz- und Düngeproduzenten. Es war nie wirklich ihr Ansinnen, Pflanzen zu kreieren, die dann weniger Dünger brauchen oder gegen Krankheiten resistent sind. Das wird zwar behauptet, man hat aber eher versucht, dass man seine Pflanzen dem Pflanzenschutzmittel und dem Dünger anpasst. Das heißt, es zum Beispiel war halt Atrazin früher, hat man halt verwendet als Unkrautvernichtungsmittel im Maisanbau. Und der Mais war resistent gegen das Unkrautvernichtungsmittel. Also man konnte, wenn der Mais so seine 10 cm hoch war, damit drüber fahren und spritzen. Alles andere ist kaputt gegangen, der Mais hat überlebt. Dann haben sie irgendwann mal herausgefunden, dass das permanente Anbauen von Mais an einer Stelle nicht wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, wie weit man schon von dem Fruchtwechsel gehört hat, der früher normal war. Also selbst diese Produzenten, Agrarkonzerne, mussten erkennen, dass man Fruchtwechsel betreiben muss. Dann waren sie halt so findig, dass sie halt das Resistenzgen bei Atrazin in die Sojabohne eingepflanzt haben. Und dann konnten eben Sojabohne und Mais im Wechsel, also Fruchtwechsel, angebaut werden auf absolut atrazinverseuchten Böden. Also wo sonst eben keine andere Pflanze aufkommt, weil da schon so viel Atrazin drin ist. Also wie der Kapitalismus halt leider funktioniert, das ist halt, dass man immer nur nach seinem eigenen Profit schaut. Und da sind die Folgen halt nicht, dass da der gute Menschengeist hinter so einem Konzern steht, sondern es stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen, dass man seinen Dünger plus Gift plus Saatgut
entsprechend aufeinander abstimmt, dass man alles kaufen muss als Bauer. So gesehen müssen wir davon ausgehen, also 80% oder 70% des weltweiten Saatguts ist sowieso von diesen 5 oder 6 Saatgutkonzernen. Also im Grunde wird es immer mehr und im Grunde haben sie natürlich dann die Macht über unsere ganzen Nahrungsmittel. Also dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen bin ich jetzt eher eben auch einer, der was von Bio hält. Weil da und auch die alten Sorten herzunehmen, ist halt einfach das, dass man dieser absoluten Macht dieser paar Konzerne entgegenwirken kann. Weil auch natürlich der Verlust an Genpool ist ja gigantisch. Wenn praktisch die ganze Welt nur noch diese 10 Maissorten anbaut, auf der ganzen Welt, oder eben Weizen oder Ding, das sind ja nur noch ganz wenige dann. Und wenn da dann neue Krankheiten kommen, die sie in ihre Pflanzenschutzmittel und kreierten Pflanzen halt nicht halt einbauen können, weil es zu schnell gekommen ist, die Krankheit, dann gibt es halt auch nichts mehr zum Fressen für uns, zum Essen. Ja, so viel dazu.